Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Doom. Es geht weiter. Und das Ganze mit ganz wenig Leben und viel Gehechel. Ja, schauen wir einfach mal, was uns hier noch so Tolles erwartet. Okay. War das jetzt hier so die richtige Idee, hier runterzuspringen? Ja, anscheinend. Ding, ding. Die Atmosphäre hier, die ist schon echt cool, oder? Ich glaube, ich werde es auch mal ein ganz, ganz kleines bisschen lauter machen für euch. Ist halt nur so ein bisschen das Blöde, dass ich halt alles nur mit Headset aufnehme. Dementsprechend für mich das alles ein bisschen lauter ist. Und ich die perfekte Balance zwischen, ja, Mikrofon und Spiellautstärke in manchen Spielen halt noch nicht so ganz drauf habe. Ding, ding. Da kommt ja noch einer. Einer. Treibt man nicht. Ding, ding. Ding, ding. So, ja, weiter geht's. Nicht so viel Trockenleber. Oh, was ist das? Achso, da oben ist noch einer. Ah, das ist ja lustig. Das erinnert mich ja jetzt tatsächlich so ein bisschen an irgendwelche Raids aus World of Warcraft. Kann ich hier nicht springen? Achso, hier drauf kann ich immer noch nicht springen. Also ich muss auf jeden Fall hier durch. Na gut. Ja, in manchen Raids in World of Warcraft hast du halt so eine Dinger hier auch gehabt. Ach, ich kann hier immer noch nicht springen. Okay, cool. Machen wir so. Da waren immer so diese klassischen Noob-Filter. Irgendjemand darauf immer verreckt ist. Autsch, so weg jetzt. Ach, der Vieh kommt auch noch, den habe ich nicht gesehen. Nicht gut, nicht gut. So, nochmal. Jetzt habe ich es noch mit Absicht ausprobiert. Also man kommt tatsächlich keinen Fallschaden in dem Spiel. Ding, ding. Nicht schlecht. Man kann das Ding halt auch echt geil als Sniper benutzen, ne? Macht dann schon echt gut Damage. So, erstmal wieder so ein bisschen in Sicherheit. Alter! Hier ist aber auch was los, seid ihr? Okay, wollen wir da ein bisschen Sachen einsammeln? Kommen hier irgendwie von allen Seiten gefühlt oder auf die Fresse oder übersehe ich hier noch irgendwas? Die Typen da hinten, ne? So, wie kommen wir denn da hin? Achso, ich sehe. Ne, das geht nicht, oder? Kann ich hier hochspringen? Ne. Komm ich damit zum. Oh, hallo? Moin. Komm ich damit zum Power Slay drüber? Waffenpunkt erhalten. Ja, das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen auch vergessen, wie ich jetzt die Waffenpunkte auch nutzen kann. Ich muss ja irgendwie in diese Kommandozentrale zurück. Aber ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Verhärtete. Geht halt irgendwie noch nicht zu verbessern. Oh. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich werde mit Sicherheit irgendwann noch mal in der Story dahin geschickt. Und vielleicht ist es ja auch so gewollt, dass man nur so wieder in die Kommandozentrale kommt und dann halt die gesammelten Waffenpunkte, die man bis dahin halt gesammelt hat, dann wieder ausgeben kann. Fragen über Fragen. Jetzt kommt schon wieder so hin.
Oh. Die halten aber was aus, oder? Oh, der Schwede. Ding, 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 ding. So, weiter geht's. Was haben wir jetzt hier so schön? Da auch geil aus, oder? Nicht schlecht. Ah ja, guck mal, jetzt können wir hier wieder Sachen hin und her schieben. Die muss da bestimmt irgendwie hoch. Da habe ich wieder so einen Power Slide. So einen zusätzlichen. Wir lassen ihn erstmal da, wo er ist. Komm mal hier hoch. Ne, da kommen wir nicht hoch wegen dem Gitter. Wo schieben wir jetzt Dinger am besten hin? Da ist noch eine Höhle. Nehmen wir uns erstmal da umkicken. Oder bin ich hier? Hier bin ich hergekommen, ne? Ja. Ah, da man da. Da haben wir auch noch was. Muss ich das Ding vielleicht hier hinschieben, dass ich da rankomme? Das versuchen wir mal. Ja, sieht so aus. Piu! Bing! Na komm schon. Sieht so aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier so ein Ding. Blue Lantern. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ah ja, dann muss ich den hier benutzen. Na süße. Okay. Interessante Kanone. Kann ich hier oben rauf? Ne. Oh, verdammt. Ich hätte mit einem Slide machen müssen. Jetzt muss ich das ganze Ding ja normal machen. Geil. Könnte durchaus eine längere Folge werden, bis zum nächsten Speicherpunkt zumindest. Tupik macht das jetzt auch so, dass ich von Speicherpunkt zu Speicherpunkt die Folgen machen werde. Wenn sie jetzt nicht übertrieben lange werden, weil ich mich einfach zu blöde anstelle. Was ja durchaus auch möglich sein kann. Oh, sehe ich schon fast hier runtergeflogen, ja? Naja, aber ich brauche den zweiten, um da ranzukommen. Halt. Piu. Das klappt jetzt zumindest schon mal ganz gut. Piu. Also Jump'n'Run Sachen waren noch nie so mein Fall. Aber ich schon immer schlecht. Ah, ich war schon dran. Cheaterei. Zählt nicht. Monö. Und noch mal das Ganze. Woo. Tja, und sonst so? Meine Fresse, ey. Ist der vielleicht irgendwie anders da lang? Ich halt nur mit. Kann das aber dann nicht nochmal klingeln in der Luft? Das war komisch. Hm. Ich muss da mit dem Power Slider irgendwie hinkommen. Sehr, sehr merkwürdig. Ah, es geht doch. Dauert ein bisschen, aber es geht doch. So, jetzt kommt doch hier bestimmt wieder gleich so ein Scheißding. Pumpe raus. Na, tatsächlich nicht. Oder? Haben wir hier noch irgendwas, was man übersehen könnte? Ja, siehst du. So, was haben wir denn hier Schönes? Echter Kristall auswählen. Ach, das ist jetzt hier wieder, was man hier skillen konnte. Schwere und super schwere Dämonen brennen länger. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Achso, hier mache ich dann einfach nur meine Rüstung weiter.
Aber ich würde ganz gern meine Munition verbessern wollen. Das geht wohl nur noch nicht so wirklich, ne? Doch hier. Ah, guck mal. Das machen wir jetzt auch mal. Katsching! Ja, mal kaputt die Scheiße. Ah ja, siehst du? Springen kann ich hier immer noch nicht. Shit. Power Slide geht ohne. Achterbahn. Ach, ich merke schon. Das ist hier wieder so ein richtig toller Jump-in-One-Dinger. Wow. Upsi. Du machst da erstmal einen Kopf zu. Machen wir den einfach hier so ein bisschen auf Distanz. Müsste der doch Stück für Stück auch kaputt gehen, oder? Ja. Höh. Aha. Konntest dich nicht wehren, ne? Tja, naja, gut. Gucken wir mal, wie wir jetzt hier über dieses Labyrinth kommen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da sieht man nicht so ganz durch, oder? Nehmen wir einfach mal hier. Einfach so ein bisschen gucken. Ein bisschen nach Gefühl laufen. Guck mal, da jetzt nämlich auch noch lang. Gibt hier irgendwie. Wow! Bin schnell wieder hoch. Erstmal schütteln. Achso, dann geht das Ding wieder runter. Ich dachte schon. Schnell weiter. Irgendwas ist doch da tolle drin. Das versuchen wir jetzt mal. Komme ich denn da am besten hin? So wahrscheinlich. So jetzt auch. Hieße, hieße, hieße. Geheimnis gefunden, siehst du wohl. Was war das jetzt so? Irgendwas gefunden halt. So. Komme ich hier rüber? Wo muss ich denn hier lang? Da. Und dann. Da lang und da lang. So, und nun haben wir jetzt hier die Dinger noch an der Backe. Auch geil. Wow! What the hell? Komme ich denn jetzt wieder hoch oder weiter? Komme ich hier irgendwie lang? Scheiße. Damit habe ich jetzt dann auch überhaupt nicht gerechnet, oder? Dass ich jetzt auch gleich gegen zwei so eine Viecher kämpfen muss. Um gegen stärkere Dämonen zu bestehen, musst du den Slayer und sein Arsenal vermessen. Du hast sechs Waffen und null Dingsbumspunkte. Im Dosier kannst du den Athenite doch hier drüber anscheinend. Oder what? Waffen Skins, das ist mir ja völlig Rille. Hey. Habe ja hier noch so einen Punkt irgendwie frei anscheinend. Oder muss ich erst die Waffe hier komplett fertig machen, um ans nächste zu kommen? Verstehe halt irgendwie nicht so ganz hier in dem Spiel, ehrlich gesagt. Präzisionswaffe perfekt für bla bla bla. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Warte mal, jetzt kann ich hier. Was haben wir denn hier noch so toll?
Alle Verbesserungen erhalten. Könnte ich das noch machen? Ein Kopftreffer-Kill entfesselt den heftigen zweiten Stoß. Den oh, das ist ja geil. Kann ich das noch ein Audit? Kann ich das noch nicht machen, ne? Warum kann ich das eigentlich noch nicht machen? Weil ich erst das andere skillen muss, oder was? Na gut, dann machen wir das hier einfach mal. Ah, guck mal, jetzt ist hier auch der. Das Schloss hier raus. Oder was? Lande 75 Kopftreffer-Kills, um. Ah, so. Das war ja schon hier eh auf Call of Duty hier, dass ich hier Headshots machen muss, um eine Tarnung zu erspielen. Okay. Na gut. So, dann haben wir das hier erstmal wieder. Das müssen wir uns ja natürlich nochmal angucken. Oh, ich hätte erstmal den da erlebt machen sollen. Der stresst aber ganz schön mit seiner Kugel da oben. Ja, du stresst hier einen schön. So. Hä? Was hast du noch in der Flugballer? Na gut, so Stück für Stück machen wir Dinge jetzt noch mal. Das ist halt irgendwie in die Richtung wieder. Bung. Oder? Hm. Halt! Achso, jetzt ist ja die hier wieder. Wow! So, und dann hier. Und dann. Ah, hier erstmal ein bisschen Feuerschaden kriegen. So, jetzt kommen ja hier gleich wieder die Scheißviecher. Genau. Wir waren jetzt hier mit dem da. Oh. Knacks! Verdammte Axt. Hey, ich sterbe jetzt schon wieder an der Scheiße hier, wa? Oh. Komm, spring! Komm, ich will da hoch! Oh, verdammt, ich komme da ja nicht hoch. Hey. Lol. Bin ich. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Nicht ganz am Anfang wieder, aber so fast, wa? Hm. So, wo ist denn der Drecksack jetzt? Ah ja, von hier bin ich gekommen, genau. Was ist denn, wenn ich hier eigentlich lang gehe? Wenn ich hier hochspringe, komme ich denn wohin? Wie ist denn der Streiter? Oder was? Ja. Da kann man da hoch. Ne, da kann man ja hochklettern. Halt! Also, zack. Nein. Ich darf halt irgendwie nicht. Ich weiß ja nicht, wie man daran vorbeikommen kann. Und halt nicht dagegen knallt. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber gut, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich habe jetzt jedoch ein bisschen zu lange hier auch für den nächsten Speicherpunkt. Eigene Blödheit halt. Movement Günther, wie wir früher mal so schön in WoW gesagt haben. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und es geht natürlich weiter in der nächsten Folge. Und dann schaffen wir das hier auch mit Sicherheit. Und bis dahin. Ciao, ciao.